SEC-Chef Gary Gensler sendet Klagewarnung an OpenSea. Die SEC hat OpenSea eine Klagewarnung geschickt, dass die auf der Plattform gehandelten NFTs als Wertpapiere gelten könnten. In der Kryptoszene wird die Klagedrohung kritisiert. Tyler Winklevoss meint, dass die SEC Künstler ins Visier nimmt. Der OpenSea-CEO Devin Finzer erklärt, dass sie bereit sind, gegen die Entscheidung der SEC zu kämpfen und die Künstler zu verteidigen. Die SEC hat bereits 2023 mehrere Kryptounternehmen wie Coinbase und Kraken wegen des Vertriebs unregistrierter Wertpapiere verklagt. Donald Trump hat versprochen, Gary Gensler zu entlassen und einen neuen SEC-Vorsitzenden zu ernennen, sollte er Präsident werden. OpenSea gilt als bekanntester und umsatzstärkster Web3-Marktplatz für NFTs und Kryptowährungen. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.